Hey Leute, ich bin's, Mac Taverick. Ja, endlich wird's wärmer, die Sonne scheint. Wir sind im Monat Mai und da geht's jetzt nochmal ein Stückchen rauf im Garten. Es ist nochmal mehr zu erledigen und was ihr alles im Mai jetzt erledigen müsst und könnt, das sage ich euch jetzt. Ja, mein Osterschmuck, den muss ich auf jeden Fall noch abnehmen. Und wenn ihr es auch nicht gemacht habt, so wie ich, ja, beim Osterfeuer, dann ja, könnt ihr auch mal euren Grünschnitt entsorgen. Das steht auf jeden Fall jetzt ganz weit oben bei mir auf Agenda. So, kommen wir zu den anderen Punkten. Der Kollege Rasen, der wächst jetzt wieder richtig, richtig schnell. Und der kann jetzt ja gut einmal in der Woche gemäht werden, wenn man den dann richtig schön ja, haben will, gepflegt haben will. Ich mache das bei einer Rasenfläche, bei der anderen, die lasse ich so ein bisschen verwildern. Aber der wird heute noch gemäht. Das steht auf der Agenda auch noch drauf. Ja, ihr seht schon, ich habe viel vor. Auf meinem Kanal gibt es daher auch immer so viel Inhalt. Ja, ansonsten, wer es zum Beispiel noch nicht gemacht hat, im Monat Mai kann man auch noch ganz gut vertikutieren, weil es einfach sehr schön warm ist. Der Rasen kann sich dann gut erholen. Ja, düngen kann man auch noch und auch kahle Stellen nachsehen. Das alles kann man mit dem Rasen im Mai machen. Ja, auch im Nutzgarten. Da könnt ihr jetzt richtig aktiv werden. Ihr könnt das hier bei mir jetzt noch sehen, Anfang Mai. Da ist die Plane noch drauf. Es ist auch noch nicht so viel gepflanzt, nur ein bisschen was. Ganz einfach, weil es ja noch mal kalt werden kann. Aber Mitte Mai sind immer die Eisheiligen durch und dann kann alles nach draußen und dann kann man schon richtig ja auch gut weitere Sachen noch anbauen. Ja, so wie zum Beispiel Paprika, Chili und sowas kann dann raus. Also alles, was nicht frosthart ist. Und ja, werde ich alles auf meinem Kanal zeigen, was ich hier anbaue. Wenn euch das interessiert, dann lasst doch ein Abo da. Ja, hier war ich schon mal ein bisschen mutiger. Meinen exotischen Zitronenbaum habe ich schon Anfang Mai jetzt rausgestellt, geschützt an der Hauswand, hier durch die Hecke so ein bisschen windgeschützt. Sollte ihm eigentlich nichts mehr passieren, aber nachts decke ich den immer noch mal mit Vlies ab. Eigentlich empfiehlt es sich erst, den nach den Eisheiligen rauszustellen, aber ihr könnt das sehen, der sieht nicht wirklich toll aus. Überwinterung ist nicht so sein Ding, ja, das mögen die nicht so. Die wollen halt immer Licht und Wärme haben, das kann ich im Winter schlecht bieten. Und ja, deshalb ist es immer ganz gut, wenn man die so lange wie möglich draußen hat. Und deshalb habe ich den jetzt schon mal früher rausgestellt. Und ja, bin guter Dinge, der wird er schaffen. Wenn ich ihn dann auf jeden Fall abdecke, dann ist das Ding safe. Ja, wenn hier alles wächst und gedeiht, oh, ja, selbst ein Tulpenblatt ist hier noch. Wahnsinn. Aber auch hier das hier Unkraut, ja. Das kommt jetzt auch überall wieder durch. Ackerwinde und so ein Zeug, das kommt jetzt so langsam. Und ja, eigentlich alles und deshalb heißt es natürlich auch wieder Unkraut jäten, Unkraut wegmachen und ja, umso regelmäßiger man dabei ist, das entfernt, umso weniger breitet sich aus und umso weniger Arbeit hat man im Endeffekt auch. Ja, ganz wichtig ist es auch, wenn ihr Pflanzen im Frühjahr bereits angepflanzt habt, die im Mai auch noch regelmäßig zu gießen, denn es kann jetzt recht warm werden und auch schon mal trocken werden im Mai, ja, auch in der Regel ist der Monat feucht und so ein richtiger Wachstumsmonat, ja, das heißt die Pflanzen, die machen jetzt so einen richtigen Wachstumsschub. Aber wenn ihr Pflanzen neu verpflanzt habt, ganz wichtig, vergesst die nicht, ja, regelmäßig feucht zu halten. Ja, ansonsten gehe ich jetzt meiner Agenda hier nach, den regelmäßigen Gartenarbeiten und dem Aufräumen. Ich hoffe, diese Tipps waren ganz hilfreich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein Abo da. Sagt bis dann, euer Mac Taverick.